Hallo miteinander, ich bin's wieder, die Elisabeth Kämpfle. Es geht munter weiter in meiner Backstube und es ist ja noch Winter, es ist jetzt Anfang Februar. Ich habe noch ein Glas Stachelbeeren entdeckt in meinem Vorratskeller und beschlossen, das muss auch weg. Und dann habe ich jetzt nach einem Rezept gesucht und bin auf die Schwimmbadtorte gestoßen. Die heißt oft himmlische Torte, Ozeantorte, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Man backt zwei Böden mit Rührteig. Obendrauf schon Eischnee, so ein Baiser, und füllt die dann, wie man es gerade füllen will. Das Praktische ist, da habe ich jetzt meine Zutaten schon mal ein bisschen vorbereitet. Also hier die Stachelbeeren. Ihr könnt auch bestimmt eingefrorene nehmen. Da habe ich dann auch noch welche gefunden, aber jetzt habe ich die schon aufgemacht gehabt. Eier habe ich getrennt. Mandelblättchen brauchen wir dann für den Eischnee drauf. Und diesmal war ich wenigstens so schlau und habe mir gleich mein Karussell hergerichtet, weil es nachher einfach besser geht zum Füllen. Wir backen ja zwei Ringe und wir haben von Semina ganz praktische Ringe. Das ist hier der Pizzaring, der ist 5 cm hoch, meine ich, ja, unverstellbar. Also du kannst hier verstellen, größer, kleiner machen. Und was ich jetzt super finde, ist dieser Rogli, R-O-G-G-L-I, nee, Schmarrn, das ist der feste, jetzt habe ich den verkehrten. Also wir haben den gleichen wie ein Pizzaring, nur in fest. Der hat den Durchmesser von 26 cm und derzeit immer leicht, wenn ihr sagt, der bleibt fest. Ob jetzt diese Dobosch-Torte, wenn ihr viel gleiche Böden macht, Prinzregenten macht oder eben nur mehr ein Quiche oder einen kleinen herzhaften Kuchen mit dem Festen, mit dem Rogli, derzeit nur viel leichter beim Einarbeiten. Das nur vorab. Also wie gesagt, wir haben auch niedrige Tortenringe, wenn ihr, sag ich mal, geht bestimmt einer rein mit drei Eier, geht da auch noch, hat auch noch Platz, wenn ihr früh am Backen seid und noch Formen sucht. Der Rogli ist fest und der Pizzaring ist verstellbar. Und da habe ich jetzt beide schon mal hergekriegt, weil ich backe nacheinander zwei Böden. Da machen wir jetzt erstmal eine Rührteigmasse. Hier habe ich weiche Butter drin, also wichtig immer, Butter sollte weich sein. Nimm mal zum Backen Butter her, keine Sanella, keine Margarine. Weil ich warte halt einmal, bis es im Angebot ist, bis es günstiger ist, aber man schmeckt es, finde ich auch. Die rühre jetzt sehr cremig, dass es schön verbunden ist. Dann rühre ich nacheinander die Eigelb unter. Und wenn das eine homogene Masse ist, sage ich jetzt einmal, habe ich hier das Mehl schon gesiebt. Das ist unser Müllermeister, unser Mehlsieb mit Backpulver, damit das auch schön verteilt ist. Und wenn das Mehl gesiebt ist, ist es auch lockerer. Und ich finde, der Teig wird auch lockerer. Und jetzt mit anders so. Gut, das verteile ich dann auf die zwei Böden. Extra rühre ich mir dann das Eiweiß mit Zucker steif. Da müsst ihr einfach nur aufpassen, dass das Rührgerät fettfrei ist und wirklich schön sauber. Ja, und dann kommt es oben drauf. Stachelbeeren brauchen wir nachher für die Füllung. Ihr könnt dann natürlich auch Sauerkirschen hernehmen, Himbeeren hernehmen, Johannisbeeren, was ihr wollt. Einfach nur Sahne, also das bleibt euch dann frei. Aber es ist, sind zwei leckere Böden und durch den Baiser halt auch ein bisschen süß und dann passt, finde ich, eine säuerliche Füllung ganz dazu. Jetzt fange ich einfach mal an. So, jetzt habe ich den Rührteig auf zwei Formen verteilt, seht ihr hier. Einmal, zweimal. Ich habe ganz vergessen, es kommt noch ein bisschen Milch rein, also den macht so lang, das ist halt so, ja, von der Konsistenz her, dass man verrühren kann. Und zum Verstreichen derzeit mit dem Liftball spitz wieder am allerleichtesten. Da habe ich jetzt auch mein Karussell her, da, weil ich einfach schön drehen kann. Und das ist ein ganz dünner Boden. Also, wie gesagt, ist so gesehen, tut man es einfach ein bisschen leichter. Dann mal jetzt kurz auf die Seiten. Jetzt habe ich das Eiweiß angeschlagen. Also, ja, ich sage mal, gut schaumig. Und dann den Zucker einrieseln lassen. Der hat jetzt schön aufgelöst. In die Masse kommt jetzt die Hälfte von den Mandelblättchen. Die kommt innen rein. Dann habe ich den Softliner immer zum Unterrühren. So schaut es aus. Also ein ganz normales Mandelblättchen aus der Packung. So. Jetzt wird einfach jeweils die Hälfte verteilt, also da die Hälfte rein. Ich mache es so, ich backe die Kuchen nacheinander, die Torten. Böden, weil aus Erfahrungswerten muss ich sagen,
ja, ist ein schöneres Backergebnis. Wenn ihr meint, ihr könnt sie bei Umluftbacken macht, wie es ihr wollt. Den nicht so schönen, den nimmt man dann im Endeffekt dann für unten her und den schöneren nehmen wir noch für oben her. Und jetzt seht ihr es gleich, was ich meine mit dem Verstreichen. Das geht einfach rucki zucki. Und das Tolle an der Torte ist, ihr könnt es halt mit der Füllung total variieren, was ihr lieber mögt. Der Ofen ist vorgeheizt. Das ist einmal wichtig. Wenn ihr mal keine so tollen Backergebnisse habt, jetzt mal Ofenthermometer rein. Nicht, dass der hinten an der Wand besser heizt wie vorn, gibt es auch oft. Man muss einfach mal irgendwann drauf kommen, was die Ursache ist und dann so, gar nicht lang rumstreuen. Der Rest kommt in den zweiten. So schaut es aus. Jetzt kommen wir noch ein paar oben drauf. Für den zweiten Boden brauchen wir auch noch welche. Und so backe ich jetzt die Böden und dann müssen die wieder auskühlen. Das hilft nichts. Auskühlen ist immer wichtig, aber dann können wir es füllen. Dann machen wir weiter. Jetzt sind die zwei Böden fertig. Einen, den wo ich gemeint habe, der ist vielleicht nicht so toll, habe ich jetzt, aber es sind beide schön geworden, habe ich jetzt schon auf die endgültige Tortenplatten drauf, da einfach von der Folie lösen, mit dem Spitzbuckmesser wieder auslösen und einfach auf der Platte lassen. Dann habe ich mir jetzt den Tortenprofi-Ring geholt, der ist höher, weil es kommt noch die Füllung dazu und der zweite Boden kommt da drauf. Der Tortenprofi ist 7 cm hoch, auch verstellbar. Hat innen drin schon die Einteilungen, also die Linien, dass man sauber einfüllen kann. So richte ich mir das schon mal her. Dann habe ich hier noch den zweiten Boden. Den setzen wir jetzt auch schnell um. Nebenbei wird jetzt der Stachelbeersaft schon warm. Da mache ich dann einen Pudding. So, im Endeffekt einfach wieder drunter, aber der geht schon von alleine weg. Den habe ich vorher nur kurz angekommen. Folie sauber machen nachher und den werden wir jetzt auch gleich lösen, weil nachher kommt die Spülmaschine drauf und ihr kennt den immer super in die Spülmaschine da. Da fahre ich jetzt schon auf und runter, weil sonst durch den Eischnee, die Eischnee-Schicht wäre sonst so zerrissen, wenn ich einmal rumfahre und wir wollen, dass die Optik passt. Geht wunderbar. Ihr könnt jetzt den obersten Boden schon in Stücke teilen, aber der heißt ja Schwimmbadtorte oder himmlische, weil das dann schon ausschaut wie Wolken oder dass das halt dann leicht zerstört ist, wenn man den drauf tut. Gut, der Tortenring kommt einfach ins Spülbecken, ins Wasser und der kommt zum Schluss drauf. Ich mache es jetzt so, wie gesagt, ich koche jetzt da einen Pudding. Was heißt ein Pudding? Ich dicke einfach den Saft an. Gib dann die Stachelbeeren mit dazu, lass das ein bisschen abkühlen, nebenbei durch eine Sahneschlange, dann kommt ein bisschen eine Sahneschicht drauf, die abgekühlten, angedickten Stachelbeeren. Ihr könnt es ja genauso das machen mit Schattenmorellen, ihr könnt frische Himbeeren rein, oder ich da eher so angetaute Himbeeren drauf, weil die säuerlicher sind, wie die frischen. Genau, also Füllung ist ganz variabel und dann schauen wir, was rauskommt. Jetzt geht es weiter bei unserer himmlischen Torte. Ja, und ihr seht jetzt da auf einmal Johannisbeeren. Ich habe die Stachelbeeren mit Pudding gemacht und hat alles wunderbar geklappt. Bloß ich bin dann kurz weg und dann haben sie mir angebrannt. Und den Geschmack kriegt man einfach nicht mehr raus. Aber ich habe ja immer Johannisbeeren eingefroren. Ich habe jetzt einfach ganz auf die Schnelle 200 Gramm Johannisbeeren auftaut. Ja, nicht so angetaut, sage ich jetzt mal. 4 Blatt Gelatine eingeweicht, ihr kriegt das Rezept ganz normal wieder auch mit dem E-Mail-Verteiler. Dann habe ich hier einen Becher Schmand, Zucker, Zitronensaft, Vanillezucker und hier habe ich steif geschlagene Sahne. Und jetzt werden wir halt wieder Gelatine angleichen. Dann zeige ich das bei der Gelegenheit auch gleich nochmal. Die löst jetzt relativ zügig auf.
Ich habe nur so ein kleines Töpfchen. Da könnt ihr gut einmal, wenn es wenig habt, so einen Cup hernehmen. Ich mache bloß mal einen Teller. Genau. Wie gesagt, langsam auflösen lassen. Hier habe ich meinen untersten Boden schon. Den Garten können wir noch ein bisschen enger machen. Aber es läuft da nichts aus. Also von dem her, Werkzeugkerling. Dann, wie gesagt, aufpassen, dass die Gelatine, also die Blätter nicht kochen, einfach nur erwärmen, sage ich jetzt mal, dass sie aufgelöst sind. Das sind jetzt 4 Blatt. Gott sei Dank gibt es von der Torte ganz viele Rezepte. Und Johannisbeeren sind ja auch säuerlich. Aber ihr könnt es nehmen, was ihr gerne hernehmen mit Zwiebelfrucht. So. Geht sehr zügig. Ihr könnt das auch in einem Mikrowellenbehälter machen, aber ich finde immer so wenig Geschirr benötigen, wie es geht. Dann tun wir was von der Masse hier rein. Das nennt man dann, das ist wieder dieses Angleichen. Ihr könnt es ein bisschen mehr machen. Da kann jetzt dann schon eigentlich gar nichts mehr passieren, weil dann rührt jetzt die Gelatine schon wieder kalt. Und dann kommt komplett hier rein. In dem Moment halt kräftig umrühren. Und das war's schon. Einfach schön unterrühren. Da können wir ein bisschen zurück wieder, dass ihr mehr seht. Dann nehmen wir die Sahne schon. Nochmal einen Teil unterheben. Das kühlt das Ganze auch nochmal ab. Das dauert vielleicht einen Moment. Den Rest noch mit rein. Auskratzen und schön unterheben. Man merkt jetzt auch schon, dass die ganze Masse ein bisschen anzieht. Da gehe ich jetzt da mit unserem Tellerschneebesen nochmal durch. Aber nur damit ich verhindert, dass ich so wie sagt man, Sahnenester habe. Jetzt nehme ich meinen Boden und dann kommt das schon drauf. Also wie gesagt, ihr könnt ja nur Sahne hernehmen und Obst, wenn es gleich gegessen wird, wie euch das am liebsten ist. Dann verstreichen wir das kurz ein bisschen. Und so ein Drehteller ist einfach praktisch. Ihr seht es. Brauchen wir nicht hinbücken. Gar nichts machen. Und dann holen wir uns jetzt einen Löffel. Und die haben jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz auftaut. Also schauen, dass halt nichts Zuckriges reinkommt. Auch
von Johannisbeerenstiele, die gerade entdeckt, aber das ist ja alles nicht so gut. So, da seht ihr, welche Birk pumpt. Dann nehmen wir einfach den zweiten Deckel drauf, drücken den ein bisschen an. Und lassen es schön fest werden. So, die restlichen brauche ich fürs Foto. Den habe ich jetzt auf dem Tortenhelfer. Die Dinger haben ja sehr praktisch, diese Platten. Und dann brauche ich den einfach nur rüberschieben. Draufdrücken ein bisschen. Und jetzt müssen wir allerdings die Gelatine ein bisschen fest werden lassen, aber das macht ja nichts. Und in 2 Stunden können wir es genießen. Dann gibt es ein schönes Foto. Macht es noch. Es hat gut geklappt, bis auf mein Malheur mit den Früchten, aber man hat ja immer was eingefroren oder in der Dose drin, irgendwas gibt es immer. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Anschnittbild kommt dann auch noch. Ciao, pfiat euch!